So, herzlich willkommen zurück hier zu Kerbal Space Program. Das ist mittlerweile der vierte oder fünfte Anlauf, hier ein Spiel aufzunehmen, denn bisher kackt mir KSP jedes Mal ab, wenn wir rauf auf Launchpad gehen. Und dabei ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir haben hier theoretisch mehrere Flights oder zwei Flights in Progress. Immerhin hat er sich das also gemerkt. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe nur zwei Änderungen an der Rakete vorgenommen. Das hatte ich vorher eigentlich schon ein, zwei, dreimal erklärt. Aber als erstes, ich habe aufgrund eines User-Kommentars, wieso kann ich jetzt nicht nach oben scrollen, habe ich hier SES und Advanced SES eine Stufe höher gesetzt und zum anderen habe ich Landing Struts angebracht. Denn keiner von euch Pappnasen hat mir gesagt, dass wir keine Landing Struts haben. Und ganz ehrlich, wir ohne Landing Struts, Moonlanden, ich schaff's ja noch nicht mal so irgendwie. Also habe ich korrigiert. So, SAS ist an. Zwei Drittel Schub. Und ohne längere Vorrede geht es jetzt gleich auf zum Moon. Denn wir müssen ja das unbekannte Flugobjekt auf dem Moon finden. Und wir hoffen, dass wir überhaupt mal in die Umlaufbahn kommen. Wir sehen jetzt auch schon die neuen schönen Körbentexturen. Hier sieht man es besser, die Berge und so. Ich mache dann mal einen Flug. Mit einem Flugzeug oder so drüber sieht echt toll aus und die Mundtexturen sind ja ebenfalls geändert worden. Die sehen ebenfalls mehr als brillant aus. So, die ersten zwei Stufen sind allerdings gleich ausgebrannt. Genau gesagt jetzt. Also schauen wir mal, wie das mit unserem Asparagus ja, System funktioniert. Ich bin noch relativ zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben auf alle Fälle an die wichtigsten Dinge gedacht. Das heißt, wir haben hier genügend Electric Charge. Wir haben Solarzellen, was geil ist, mitten in der Nacht. Aber hey, egal. Hier haben wir noch ein bisschen Licht. Sieht übrigens echt schön aus, diese Silhouette. Gut, was kann ich euch denn sonst noch Aufregendes erzählen? Wir beschleunigen hier ein bisschen zu stark, fällt mir auf. Das heißt, das können wir runterschrauben. Bei 10.000 machen wir dann natürlich unser gewohnt erstes Manöver. In der letzten Zeit habe ich wieder ein bisschen rumgespielt. Und zwar nicht nur mit KSP, sondern vielmehr auch mit anderen Spielen. Falls ihr das in meinem YouTube-Kanal auch mal angesehen habt, dann werdet ihr es ja gesehen haben, wie gesagt. Ja, alles Mögliche. Und also Little Inferno müsste dann in Zukunft relativ schnell oder relativ bald vorbei sein. Oh, ich habe verpasst, dass die Raketen schon auf dem, ja, auf dem Weg waren, leer zu gehen. Dann Waking Mars für alle Weltraumbegeisterten unter euch ist ja, dürfte ja ebenfalls relevant sein. Und das ist, dauert auch nicht mehr allzu lange. Und schlussendlich, ich gehe noch mal ein bisschen mit dem Schub runter, denn so schnell brauchen wir in dieser Atmosphärenschicht noch gar nicht sein. Wieso ist eigentlich Jeb an Bord? Wir wollten Jeb nicht an Bord. Ich möchte den doch nicht gleich als ersten umbringen und den kriege ich nie wieder. Menno. Gut, dann bereiten wir schon mal alles für eine Rettungsmission vor. Wunderbar. Was wollte ich sagen? Ja, Baking Mars dauert auch nicht mehr lange. Prison Architect habe ich angefangen, spiele ich sicherlich auch mal weiter. Zurzeit bin ich ziemlich damit beschäftigt, Shadowrun Returns zu spielen. Das seht ihr allerdings nur in meinem Kanal bei den Highscore Heroes. Also einfach Highscore Heroes auf YouTube eingeben und dann kommt ihr dahin. Da gibt es auch noch andere Sachen von mir, aber auch von Sascha und Benjamin, meinen zwei Kollegen dort. Ach, die Teile beschleunigen aber echt hart, muss man sagen. Und das mit relativ wenig Schub. Apoapsis 24.000 und steigen. Na gut, machen wir ein bisschen. Ne, wir lassen alles so, wie es ist. Das passt schon. Was kann ich sonst noch anbieten? Ja, ich spiele ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, relativ oft Minecraft. Einfach mal so nebenbei, auch wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue. Ich schaue sehr viele YouTube-Videos, hauptsächlich Let's Plays, aber auch mal ein bisschen anderen Blödsinn. Und dann möchte ich nichts Ernsthaftes nebenbei spielen. Also hatte ich Minecraft immer mal wieder im Gepäck. Und dann habe ich mir gedacht, hey, in der letzten Zeit spielst du so viel und siehst es dir. Ja, aber alles, was ich spiele, nehme ich zurzeit auf. Und zwar wirklich alles. Deswegen zum Beispiel auch solche Sachen wie Little Inferno, die nicht allzu vielen Leuten Spaß machen. Außer mir wohlgemerkt. Ja, also habe ich auch Minecraft aufgenommen. Ich weiß, ich bin für ein Minecraft-Let's Play vermutlich 3 Jahre zu spät dran. Oh, die Apoapsis, die kommt aber hier ziemlich hart näher. Das müssen wir noch ändern. Da müssen wir weiter nach oben.
damit wir hier auch nur irgendeine brauchbare Umlaufbahn kriegen, denn das ist es ja, was wir wollen, eine Umlaufbahn, um von dort direkt zum Mond zu schippern. Ich weiß auch nicht, ob sich hier irgendwas an der Physik verändert hat. Hier, wir sind einfach zu verdammt schnell in Richtung Apoapsis unterwegs. Ich gebe jetzt mal ordentlich Schub. Und zwar nicht zur Apoapsis, sondern nach oben rauf, damit wir, genau, damit sie uns wieder überholt. Denn eine Apoapsis von 33.000 Metern, die tut einem nicht gut. Und jetzt sinkt das Teil auch noch wieder. Ich meine, was zur Hölle geht denn hier ab? Ich brenne doch hier direkt nach oben. So sehr kann ich ja die Gesetze der Ballistik auch wieder nicht unterboten haben. So, jetzt hat uns die Apoapsis wieder überholt und steigt. Ich mache hier mal meinen Nuffball an. Vielleicht kann ich mit dem Schub noch ein bisschen runtergehen, ohne dass uns das gleich umbringt. Aber doch, das bringt uns um. Oh, das sieht natürlich noch nicht ganz so prickelnd aus hier mit der Umlaufbahn. Und auch mit dem Fuel sieht das nicht so gut aus. Vor allem, da wir hier straight raufbrennen und das noch innerhalb der Atmosphäre, ist es nicht gerade treibstoffeffizient. Ich meine, man sieht davon nichts. Was ist das denn? Ah ja, hallo Mun. Zu dir wollen wir. Könntest du vielleicht so direkt so? Und dann schlage ich direkt drauf ein. So kennt man mich doch. Ja. Ich rede gerade wieder ein bisschen Blödsinn. Also ich habe wieder Minecraft gespielt. So ganz nebenbei. Werde es auch jetzt immer mal wieder anmachen und dann auch nebenbei laufen lassen. Ist halt jetzt kein ernst gemeintes Let's Play, aber wenn ich schon was spiele, warum soll ich es doch nicht aufnehmen und was dazu quatschen? Ist ganz ehrlich meine Meinung. Ihr müsst es ja nicht schauen. Genauso wie ihr überhaupt nichts von mir schauen müsst, auch kein KSP. So, ich spiele es nämlich auch trotzdem gerne. Auch wenn ich nicht so erfolgreich bin. So, jetzt gehe ich aber langsam mit dem Schub wieder runter und ich glaube, jetzt können wir den Winkel auch schon wieder ein bisschen anpassen. Apoapsis hat uns hier wieder hart überholt. Das heißt, vielleicht kriegen wir das noch hin. Ich überlege gerade, was ich so in Zukunft spielen werde. Es ist jetzt schon langsam das Sommerloch vorbei. Alles, was man so im Steam Sale eingekauft hat, hätte man theoretisch fertig spielen können. Ich habe es natürlich nicht, aber ich habe auch sehr, sehr viele Steam-Spiele. Und mit Shadowrun Returns habe ich jetzt auch noch ordentlich was zu tun. Was ich auf alle Fälle gerne noch spielen möchte, ist System Shock 2, das Remake. Habe ich hier noch Schub? Ja, ich habe hier noch Schub. Also das kommt auf alle Fälle noch. Davon mache ich auch ein Let's Play. Und dann ist die Frage, Saints Row kommt das Neue raus. Das wird echt spannend. Dann habe ich mir diverse der Adventures gekauft. Also Deponia 1 und 2 möchte ich mir sehr gerne anschauen. Wieso pendelst du eigentlich so hin und her, du Rakete? Kann mir das hier irgendjemand sagen? So. Wir sind bei 50.000 und die Apoapsis ist ebenfalls bei 50.000. Das heißt, wir sind hier ziemlich flach. Das sieht definitiv nicht so berauschend aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, beim nächsten Mal schicke ich das Teil mal offscreen in den Orbit und dann, also wenn es nicht klappt. Denn mir geht ja auch schon wieder der Treibstoff flöten. Bei 50.000 kann ich noch nicht in Richtung Apoapsis brennen, würde ich sagen. Die muss eigentlich noch höher. Ich meine, sie erhöht sich zwar langsam, aber sicher. Ich fahre hier noch ein bisschen den Schub runter. Und versuche mal rauszufinden, was ich sonst noch so sagen wollte. Wie viel Treibstoff haben wir hier eigentlich noch? Okay, Rockomax, Rockomax, Rockomax. Das geht alles leer. Und dann habe ich noch hier da oben. Okay. Also das alles würde dann abgesprengt werden. Ich suche gerade eine Einstellung und dann habe ich nur noch diese Engine. Die war eigentlich für den Flug zum Mond gedacht. Nun ja. Ob wir das hinkriegen werden. Aber andererseits, es ist ja für die Kerbals ja auch der aller... Naja, nicht der allererste, der erste bemannte Flug. Und das, der soll dann gleich zum Mond gehen. Das heißt, wir halten uns da gar nicht mit irgendwelchen Umwegen auf. Aber hey. Apropos Flug, hier ist unsere Voyager 1. Die eiert hier so um Körben rum und wird irgendwann vermutlich auf den Mund aufschlagen oder von ihm eingefangen werden oder von ihm in den Deep Space geschossen werden. Ist uns ganz egal. Satelliten kann man immer noch wieder irgendwie hinkriegen. So, jetzt sieht es auch die Apoapsis schon ein bisschen besser aus mit knapp 2000 Meter pro Sekunde Orbitalgeschwindigkeit. Haut das ebenfalls hin. Wir haben auch noch ein bisschen Fuel und. Weil es so schön ist, muss ich mich jetzt muten, da ich es geschafft habe, nach wie vor erkältet zu sein und ich möchte euch jetzt nicht die Ohren raushusten. Einen Moment.
So, und wieder zurück. Dürfte euch nichts passiert sein und mir auch nicht. So, wir sind schon auf. Oh, okay, 113.000. Wir xen weg. Wir setzen ein bisschen Warp ein. Wir geben wieder ein bisschen Schub. Mittlerweile muss ich ja beim SAS theoretisch nicht mal ausschalten, um lenken zu können, was ich sehr geil finde. Sondern der ist ganz brauchbar geworden, so als Autopilot. So, und jetzt brennen wir direkt in Richtung der Apoapsis und wir geben auch gleich ein bisschen Schub, dann wird das Teil hoffentlich länger. Und wir kriegen vielleicht noch mit dieser Stufe. Funktioniert Stage Only eigentlich? Nope. Denn wir haben ja definitiv noch was. Und kriegen vielleicht sogar noch mit dieser Stufe wie geplant einen Orbit hin. Das wäre doch nice. So, 11 Minuten dauert der Flug mal wieder. Also ich glaube, in Zukunft gewöhne ich es mir echt an, solche Teile wieder vorzuspulen. Ah, es ist ein bisschen seltsamer Orbit, aber ja, kriegen wir hin. 120.000. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus, dass wir das mit dieser Stufe noch schaffen. Genau, und wir haben eine Periapsis und die ist auch schon ziemlich groß und X. So, auf geht's zum Mun, würde ich sagen. Der treibt sich hier unten rum. Was müsste ich denn machen, um einen Munorbit herzustellen? Natürlich mal Gas geben. Oder wie das auf körperlistisch heißt, kriegen wir hier irgendwie einen Moon-Encounter? Nee, so nicht. Okay. Das dürfte dann eine etwas kompliziertere Sache werden, denn wir haben es ja eilig. Das ist unser Problem. Hätten wir es nicht eilig, könnten wir mit Jeppe noch ein bisschen rumeiern. Nope, das wird nichts. Das wird auch nichts. Ach so, wir sind nicht auf derselben Ebene. Vielleicht sollten wir das mal zumindest beheben. Vielleicht wird's dann was mit dem Moon-Encounter. Siehe da, das ist. Nö, das ist kein Moon-Encounter. Aber da war doch gerade einer, oder? Bilde ich mir das nur ein. Okay, was genau tust du da? Ach, Kommando zurück, nochmal löschen. Versuchen wir es nochmal ein bisschen weiter oben. Wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Kann doch nicht so schwer sein, hier einen Moon-Orbit zu kriegen. Sonst kommt uns das Teil ständig in den Weg, wenn wir irgendwo hinfliegen wollen. Also mir passiert das zumindest öfter mal. Aber ne. Nee. Dürfte ich ganz unglücklichen Zeitpunkt gewählt haben für ein Fenster zum Moon. Mein andererseits, ja, wie gesagt, wir haben hier noch eine Abweichung in der Umlaufbahn. Och Mann. Kann ja nicht so schwierig sein. Wie gern hätte ich einen Autopiloten, wo ich einfach sagen kann, hey, ab jetzt geht's zum Moon und das passt dann schon. So. Also so in etwa. Da dürften wir uns ja alle einig sein. Ich bin aber drüber. Das heißt, mit den lila Teilen. Oh, mit den lila Teil hätte ich eigentlich. Ach so, ja, verschiebe ich die Bahn so nach oben und unten, aber nicht parallel auf beiden Seiten, sondern einachsig, falls ihr versteht, was oder wie ich das meine. Also ich drehe sie quasi in sich selbst. Nutzt hier allerdings auch überhaupt nichts. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbiegen soll, dass wir einen Moon-Encounter bekommen. Okay, neuer Plan. Ich mache es so wie gewohnt. Das heißt, wir geben so in etwa Schub bis zum Moon. Oder bis zur Moon-Umlaufbahn, fliegen ein Stück hin und dann machen wir hier die Feinmotorik. Das hört sich doch schon nicht schlecht an. Ich gebe hier ein klein bisschen Schub. Ah, ich schalte aus reiner Gewohnheit das SAS immer aus und ein, aber das muss man ja jetzt gar nicht mehr. Das funktioniert ja jetzt ein bisschen anders. So, und dann sehen wir mal, wie weit wir mit unserem jetzigen Antrieb noch kommen.
Wie schaut es eigentlich Elektrik aus? Wird verbraucht und nicht so sehr aufgeladen. Finde ich jetzt nicht so berauschend. So, wir haben Fuel, gleich nicht mehr so viel. Aber das, wir haben ja noch eine Stufe. So ist es ja auch nicht. Ich hatte hier extrem viel Fuel eingepackt, in der Hoffnung, dass wir es dann bis zum Mond schaffen. Im schlimmsten Fall hätte ich dann noch ein paar Feststoffraketen dran gekleistert, aber Jeb ist definitiv nicht im Simulator, sondern der ist jetzt echt im All. Und wenn er da irgendwo, naja, verschollen geht, dann müssen wir ihn auf alle Fälle retten. Deswegen werde ich es mir auch wirklich ernsthaft überlegen, ob ich auf dem Mond lande oder ob sich das nicht ausgeht. Denn im schlimmsten Fall schicke ich einfach eine zweite Rakete. Wir haben jetzt ein bisschen Rollenspielaspekte drin. Also im schlimmsten Fall schicke ich eine zweite Rakete und dann macht er hier ein EVA und springt rüber. Hauptsache, wir verlieren unseren Kommandanten Jeb nicht, der eigentlich gar nicht an Bord sein sollte. Aber der hat sich da einfach reingeschlichen, hat den Newbie rausgehauen. Der wollte anscheinend unbedingt den Ruhm haben, als Erster auf dem Mond zu sein. Ich meine, verstehe ich natürlich relativ gut. So, jetzt koppeln wir ab, geben Schub. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben hier noch 700 und ein paar zerquetschte Liquid Fuel. Wird das reichen? Das ist hier die große Frage. Ich meine, es reicht auf alle Fälle, um hier irgendwie eine Umlaufbahn zu kriegen. Und es reicht auf alle Fälle, um nach Kerbin zurückzukommen. Wow, das Ding ist jetzt aber echt leichtgängig. Aber ob das reichen kann, dass wir den Moon erreichen, drauf landen und im besten Fall wieder zurückkommen. Ich meine, das Zurückkommen, ich traue mir zu, dass wir da eine Rettungsmission schicken. Also das kriegen wir hin. Aber Hauptsache landen, das wäre schon mal nicht schlecht. So, wir sehen, die Umlaufbahn vergrößert sich, muss ich euch nicht sagen. Ihr seid ja KSP-Profis, die allermeisten von euch und die, die es nicht sind, haben das zumindest von mir schon oft genug gesehen. Ich gebe es ja zu, ich komme nicht relativ weit, aber dieses Mal ist uns einfach der Patch dazwischen gekommen. Sonst hätte ich schon längst was Neues, ein neues Projekt angefangen. Aber mal sehen, wie sich jetzt unser Projekt weiterentwickelt. Denn, wie gesagt, wenn wir erstmal auf dem Mond sind und dieses fremde Flugobjekt geborgen haben, wer weiß, was dann passiert, wie es dann weitergeht. Ja. So, unsere Flugbahn weitet sich immer mehr aus. Und schön langsam kann ich dann schon mal Halt machen, hier vorfliegen und dann nachsehen, wie ich die Flugbahn ändern muss, damit wir doch einen Moon-Encounter kriegen. Mit dem Fuel sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Also das könnten wir auf alle Fälle hinkriegen bis zu einer Landung. So in etwa lasse ich es bleiben. Ich X'e weg. Ich spule hier ein bisschen vor. Müsste ich eigentlich überhaupt nicht, denn ich könnte ja einfach sagen, hier das Manöver löschen. Und hier so auf der halben Bahn adde ich noch ein Manöver. Das definitiv nicht. So rum vielleicht. Dass ich überhaupt keine Chance auf, ich meine, das ist jetzt stark übertrieben, das könnte ich noch nicht mal machen, aber dass ich überhaupt keinen Moon-Encounter bekomme, das wundert mich. Ich meine, Moon-Encounter, das ist so wie Software auf der Grabbelpyramide, die liegt immer irgendwo rum und du bekommst es auch immer. Was war das gerade? Das war wahrscheinlich ein Kerbin Escape Orbit, ja. Aber wir wollen kein Kerbin Escape Orbit. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir hier eben viel zu hoch sind. Und wir können die Bahn nicht so anpassen, dass sie wirklich komplett parallel ist. Jetzt wäre sie zumindest so halbwegs passabel. Nee, so wird das nichts, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nope. Nope. Aber ich kann es mir rein zeitlich nicht leisten, hier noch einmal rumzufliegen. Denn die Zeit ist Geld. Und unser Admiral sitzt uns ja hier quasi auf den Fingern und möchte Ergebnisse sehen. Er sitzt auf den Fingern. Großartige Metapher, Chris. Großartig. Ganz toll. Der Moon ist hier. Okay, lass uns noch ein bisschen Time warpen. Okay, dann wundert es mich nicht, warum wir hier keine Apoapsis bekommen. Ich gebe mir eine Woche für die Mission. Nee, ich gebe mir 2 Wochen.
Denn es bleibt uns nichts anderes über. Wir haben ein echt mieses ja, Fenster gewählt für unseren Flug. Und wenn wir so eine Umlaufbahn haben, dann können wir den Moon einfach nicht treffen. Das muss selbst der Admiral verstehen. Denn ganz ehrlich, ja, gegen die Gesetze der Physik kann auch der nichts machen. Unsere Scanner berichten auch noch nichts davon, dass das Flugobjekt den Moon auch wieder verlassen hätte. Und wir können ja auch noch selber relativ gut nachsehen oder nachscannen. Wir haben ja eigentlich die meiste Zeit eine relativ gute Sichtverbindung. Jetzt setzt ihr den Time Warp wieder auf 100 zurück, weil wir hier nahe an Körben sind. Aber nahe ist so eine Sache. So. Wenn ich hier jetzt ein Manöver setze, komme ich vielleicht dann mal auf einen Moon-Encounter und sei es noch ein noch so kranker. Oh, da war was. Da war was. Perfekt. Okay, den nehmen wir. Ganz egal, was passiert, den nehmen wir.